Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit mir, Wigman. Beim letzten Mal haben wir Nezine Schmetterschild getötet. Und jetzt ist ein Drache aufgetaucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Drache auch Streit anfangen will. Aber falls er das möchte, bin ich wohl voll und ganz da. Oder? Wo bist denn du? Dragon. Hockt der jetzt da? Ne, es ist er nicht. Was ist mit dem Mond los? Der ist so schön. Ha. Doch kein Drache. So viel zum Cliffhanger. Naja, dann machen wir uns mal weiter, denke ich. Ach. Ja, was denn jetzt? Er fliegt zum Mond. Free Willy. Free Will 6. Sie fliegen. Majestätisch. Hier mit den letzten armen Trottel umgebracht. Ah, als wenn es gestern gewesen wäre. Dabei war es Anfang der Woche. Mitte der letzten Woche, meine ich. Ihr wisst schon. Ah, la, 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 long. Ah, la, 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 li, long, dong. Ach ja, wir müssen Alain Dufour töten. Ah, la, 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 Dufour. Ah, la, 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 Dufour. Buchtag bitte! Irgendwie so. Ah, la, 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 du Fond. Oh Mann, jetzt habe ich mir selbst einen Ohrwurm verpasst. Auf ewig. Ja, was denn jetzt? Kommt jetzt ein Drache oder nicht? Ich höre schon Gespenster. Gespensterdrachen. Das hier sieht wichtig aus. Hier muss ich bestimmt irgendwann mal hin. Oh ja, auf jeden Fall sogar. Da muss ich bestimmt irgendwann mal hin. Naja, wir gehen weiter die Treppen hoch. Hallo Fuchs. Schneefuchs. Nur ein Tipp. Oder muss ich hier jetzt schon hin? Was sagt Alain Dufour dazu? So. Bald sind wir da. Bald, bald. Ich muss mal. Ah. Was? Falscher Alarm. Falscher Alarm. Au. Ich hab gesagt, falscher Alarm. Du hast nicht getroffen. Au. Bastard. Ein Apfelkuchen. Bastard. So, und du? Alles klar. Wo ist... Wo... Das Karjo, alles klar. Nur kein Stress. Reibta! Oh je. Bleib liegen. Schlaf, mein Baby. Schlafe ein. Denn dein Tod, dein Leben oder so, wird bald meines sein. Guck! Hoch, was ist denn da passiert? Bab!
Tschüss. Du kannst nicht zielen. Du kannst nicht zielen. Du dummen Idiot. Aber schick habt ihr es hier. Ja, das sind Dwemer-Ruinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sprich die Zwergenruinen. Was bedeutet an sich technisch gesehen sehr fortschrittlich. Aber es gibt nicht umsonst keine Zwergen mehr. Zwergen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Story ist, aber Zwerge sind schon ganz schön gehasst. Allah, ich hab da noch was für dich. Bap! Hey, du hast ja was im Gesicht. Ich mein's nur gut. Ich mein es nur gut, ja? Ah, Frauen, oder? Nut Punch. Sehr gut, Kajo. Bin so stolz auf dich. Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch einer. Nur keiner weiß wo. Hey, Allah. Der Schildzerschmetterer. Meins. Ein Bandit mit einem Scharlüssel. Oh. Hey, du Fotze. Bab. Die kann noch stöhnen. Bald nicht mehr. Dich kaufe ich mir. Rar. Okay, wo waren wir? Eine große Zwemer-Metallplatte. Ein großer Zwemer-Balken, auch mein Penis genannt. Magic. So, dann haben wir hier. Zeug. Und was haben wir hier? Einfach eine Tür. Die Frage ist jetzt, ja, ob wir tiefer gehen sollen. Ne, ne, ne. Du gehst direkt wieder schlafen. Ich mag die Zwergensachen nicht. Geh schlafen. Ich mag die Sachen nicht. Die sind mir zu gefährlich. Zwergenöl. Ah, lecker. Ich glaube, man muss es dazu sagen, das sind jetzt nicht gerade die stärksten. Und trotzdem habe ich so Probleme gehabt. Was heißt Probleme? Es gibt aber Sachen, die sind um einiges größer. Wenn wir hier unbedingt nochmal hin wollen, dann werden wir wohl nochmal hier hinkommen. Doch jetzt bin ich nicht der Meinung, hier bleiben zu müssen. Was wir jedoch machen können. Oh. Oh. Ist ein wenig hier versuchen. Ans Ziel unserer Träume zu gelangen. Damn it! Das ist die Frage, hatte ich das gerade? Nee, hat's nicht. Okay. Okay.
Ganz kurz gucken, okay. Na! Was? Ich war mir so sicher. Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Wie kann das so knapp sein beim Meister? So, Himmel, Herrgott. Das war jetzt anstrengend genug jetzt. Das war anstrengend genug. Und wir sind trotzdem noch nicht ganz fertig. Hast du eigentlich noch was Dickes? Ja. Jein. Ein orkischer Pfeil. Ist der von mir? Du weißt schon, der in deinem Gesicht steckt. Ja, God damn it. So, läuft's. Wollen wir hier sein? Ganz andere Frage. Warte. Oh, hier sind wir. Hier sind wir. Okay. Dann schauen wir mal noch hier. Sowas mag ich. Schlossknacken nochmal verbessert. Ja, sowas finde ich interessant. Bab! Ja, they don't see it coming. Da macht's was. Boom! In der Fresse. In die Scheiß-Fickfresse. Ficker. Ah! Aber ist ja auch egal. Wir sind hier fertig. Backkartoffel. Warte, warte, warte. Du kommst mit. Ich und meine Backkartoffel. Yummy, yummy, yum. Yum, yum. Ich und meine Backkartoffel. Nochmal kurz ins Feuer halten, dann ist sie gebacken. Ich und meine Backkartoffel. Backi, 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 Kartoffeli. So.
Dann gehen wir wieder zurück zu Mauri. Hey Mauri. Markat. So. Okay, da sind wir. Gasthaus Silberblut. Mauri? Okay. Ich will dich. Sie. Witziger Kerl, der hat einen Pimmel auf der Backe. Tritt mal zum. Witzig. Oh, falsche Tür. Verdammt. Bilanzen fälschen ist jetzt nicht so voll mein Ding. Ah. Voilà, du fond. Ist ja Geschichte. Bitte tut es. Nix von dir. Wo ist Rocky? Rocky. Du bist hot. Und mein Vater vor. Schlüssel zu Margrets Zimmer? Fuck, komm rein, komm rein. Fuck, komm rein, die habe ich total vergessen, die Alte. Die wurde damals auf dem Marktplatz gekillt. Da waren wir noch keine Freunde, das weißt du nicht. Aber, Alter, ich bin im Zimmer einer Toten. Was? Ja, nimm den Teller. Gold, Gold, Gold. Margrets Tagebuch. Ich pack's nicht. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Das lass mal fallen. Den Teller, die Holzschale. Braucht doch kein Schwein. Alter, die habe ich total vergessen. Dann lesen wir noch bei dir im Tagebuch rum. Also, allen Respekt vor Toten, aber der Tod muss ja. In der Schatzkammer findet heute ein Treffen statt. Hat lange genug gedauert. Diese Leute führen sich auf, als würde ihnen alles gehören. Tona Silberblut ist der jüngere Bruder, aber er ist offenbar derjenige, der das Sagen hat. Er macht die ganzen Geschäfte und schüchtert die örtlichen Landbesitzer ein, damit sie an ihn verkaufen. Er hat sogar dieses dünne Mädchen an der Tür angeheuert, um Störenfriede wie mich abzuschrecken. General Tullius wird langsam ungeduldig, aber ich werde die Besitzurkunde der Sidna-Mine zurückbringen. Bei meinem Leben, ja. Ich werde nicht zulassen, dass einem Haufen von Sturmmantelsympathisanten das Gefängnis gehört, das die berüchtigsten Verbrecher von Reach beherbergt. Es heißt, niemand entkäme daraus. Wieso? Ist es wirklich so sicher? Vielleicht war es etwas voreilig von mir, die Konfrontation mit Tona zu suchen. In jeder Ecke dieser Stadt lauern Schatten und ich weiß, dass ich beobachtet werde. Alter. Oder vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Alter, bist du Tona? Nee, du bist Klepper. Endon, Kera, Hadrasil, Kosnatsch, Umluk, Muiri, Hoki, Hoki.
Okay. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Nur ein bisschen. Rein. Der Rein. Ich bringe noch die Mission zurück, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Was? Beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Verschwindet! Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit Störenfrieden anstellen. Ich möchte keine Aber ihr Schwierigkeit seid machen. auf der Suche danach. Das ist fast genauso schlimm. Dies ist unsere letzte Warnung, Fremdling. Nur wir sorgen hier für Frieden. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein. Markert, sage ich nur. Es gibt einen Grund, warum ich nicht gerne in Markert bin. Die fangen Streit an. Das ist fast wie Riften, aber Riften ist irgendwie noch witzig dabei. Markert ist hier White Collar Crime, ne? Die Gehobenen machen Stress und zetteln es den Armen an. In Riften ist es. Die Wachen denken, sie wären hart und versagen dann gegen Lappen wie mich. Oh, das ist schön. Neuer Screensaver. Karte. Karte. Ja, es ist bisschen tricky, finde ich. Es ist interessant. Markart. Yo, ass, shit. Ich habe getan, was getan werden musste, mehr nicht. Aber natürlich habt ihr das. Und nach dem zu schließen, was mir meine kleinen Vögelchen zugezwitschert haben, habt ihr euch sehr gut geschlagen. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Stimmt was nicht? Yep. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Bei Sitis, wir müssen sie aufhalten. Was sollst du tun? Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Ja, der Sarg. Scheiße. Was soll ich sagen? Mein Name ist Ed Winkmann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Let's Play Skyrim. Bis dahin. Ciao.